kinda crazy. Let's do something kinda crazy. Call me, baby. Call for you to come. To keep composure, I bet you can hang, but you're way too bogus. But I must keep going. Leute, schau mal, wir sind noch im Bett. Und sie hat uns einfach Kaffee gebracht. Wie süß ist das bitte? Oh mein Gott, du bist so ein Engel. Oh mein Gott. Die nimmt auch. Dankeschön. So Leute, wir sind jetzt ready und gehen zum Strand, zum Pool. Das ist mein Outfit. Ja, wir freuen uns. Ich hatte gestern ein bisschen Sonnenbrand. Ich glaube, mittlerweile ist es weg. Wir sind auch ready. Wir sind ready. Wo sind wir? Wir sind jetzt am Strand. So schön. Guck mal, Aussicht. So fett. So fett? Nein, gar nicht. Ist schon drin? Philippe, bitte guck das mal. Was machen wir jetzt? Gehen Burger essen. Und zwar wo? Shake Shack oder wie ist das? Shake Shack. Soll da sehr lecker sein. Ja. Das ist mein Outfit. Let's go. Wir sind jetzt hier in einer Mall gelandet. Ist das diese Marina Mall? Du? Aber hier ein bisschen teurer. Wir sind jetzt hier am Strand. Und wir haben uns jetzt Glück. Schau mal, Leute, wir sind hier gerade aus dem Einkaufszentrum rausgegangen. Und das sieht irgendwie voll schön hier aus. Oder? Hier sind die beiden Süßen. What is his name? Teddy. Teddy, wie ist Schwester damals? Teddy. Don't let your emotions make you stay the wrong thing. Can't go where I'm going, you stayed in the wrong lane. Don't you worry about me, promise I'll be okay. I'm just at the way, stacking chips and rolling. I'm only dropping straight gas propane. Thought that you was gang, but you act so lame. Tut mir leid, dass ich nicht so viel mitfilme. Also ich versuche so viel wie es geht mit dem Handy mitzufilmen, aber wie ich ja schon meinte, man kann die Kamera langsam mitnehmen, deswegen filme ich mit der Kamera immer nur hier drin oder wenn wir dann wirklich draußen sind. Das ist ein bisschen schade. In der Nähe von diesem riesengroßen Riesenrad. Genau. Und wollen jetzt wahrscheinlich noch was essen. Oder auch nicht. Irgendwie sind wir für ein bisschen unabschlüssig. Für mich essen? Ja. Nee. Ich habe so ein bisschen Lust, was Süßes zu essen. Ich hätte voll Lust auf ein Dessert irgendwie. Ja. Leute, das sieht hier echt unnormal schön aus. Also, wenn ihr da einmal den Hintergrund seht, wie schön. Auch hier so mit dem Hintergrund und
Keine Ahnung, also wirklich wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt. Mein Schatzi. Meine lieben Friends, da hinten ist Günay. Und ich habe mir hier wieder mein Dings reingebastelt. Das möchte ich morgen eigentlich noch als Öl so wieder rausdrehen. Das ist süß. Und ich hoffe, das funktioniert, weil ich habe nämlich gerade hier ölige Haare. Aber das werden wir sehen. Meine Stimme wird immer schlimmer. Morgen verlassen wir ja dieses Hotel. Wir haben noch nicht das nächste gebucht. Wir schon. Zusammengepackt. Ich habe das richtig schlau gepackt. Hier sind die Sachen, die ich noch nicht hatte. Und hier sind die, die ich schon anhatte. Die Glitzer, dass ich anziehen kann. Ich schwöre mich. Das tut mir jetzt gar nicht gut. Meine Stimme wird immer schlimmer. Wir haben unsere Koffer gepackt. Übernehmen. Natürlich, mache ich gerne. Ja, das ist hier das Bar. Es öffnet sich so zwei Türen. Ich finde hier das Waschbecken hier richtig cool. Yes. The Toilet. Scheiße. Das ist die Toilette hier. Jetzt natürlich hier das Highlight. Das Bad mit der Dusche hier kombiniert. In einem Stein, in einer Steinoptik. Ziehen? Ja. Ist hier schon groß, ne? Wie viel Quadratmeter war das? 60? Und sind Sie zufrieden? Ja, ich finde es echt schön. Ist nicht so auf modern, aber ist echt schön. Ja, hier war mein schöner Koffer. This is our sea view. Und tatsächlich das Zimmer von meinem Buddy. Da drüben. Felipe! Hey, da. It's a very good hotel, and we have good laune. What you trying to do? I guess we'll see. Waiting for you to tell me. Dirham bezahlt für 6 Stunden. Zu wenig, aber mal schauen, was da ist. 220 Euro. 220 für die Leute für 8 Stunden ist eigentlich echt gut. Ich kann das Ganze handeln, weil die Frau wollen. Willst du holst sowas? Ich handle das für. Bei mir sieht das auch zu kacke aus. Ja, bei diesem Verkauf. So, wir haben jetzt hier so einen 15-Minuten-Rast. Einmal um die Toilette zu benutzen und uns so ein Bandana zu holen. Heißt auch Bandana. Nee, auf jeden Fall haben wir uns dagegen entschieden. Dieses Schwarze wollte er ja auch erst verkaufen.
So Leute, wir haben uns jetzt ready gemacht für eine Bootstour. Da hinten ist meine liebe Freundin und wartet auf uns, oder auf mich, beziehungsweise wir müssen uns nämlich jetzt beeilen. Und ja, ich werde das gleich alles schön mitfilmen. Wir haben eben gerade schon gefrühstückt. Oh, listen, honey, if I told you about the way that I felt. Wir fahren wie viele Minuten? 90 Minuten, anderthalb Stunden. Achso, 90, ich habe 9, 10 verstanden. Nee, 90. Ich finde das voll gut. Ich finde das auch gut. Wir fahren jetzt so ein bisschen durch, so Sightseeing vom Wasser aus. Mhm. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, man denkt, wir sind in New York. Oder was sagst du? To make Dubai Marina the largest man-made marina in the world. If you would like to stroll around the marina, as we venture out to take a look. Ausgestiegen, es war so unangenehm. Wir hatten gedacht, man kann mit Karte zahlen, weil man wirklich überall mit Karte zahlen kann, in jedem Taxi bis jetzt. Und er hat einfach kein Gerät. Dabei war es sogar so ein schönes Taxi und jetzt hat er uns umsonst gefahren. Weil wir hatten halt auch nichts. Wir meinten halt, ob hier irgendwo eine Bank ist und so, aber er meinte dann, egal, alles gut. Also voll nett von dem. Wir haben uns hier gerade ein Buggy gesnitcht. Also, wir dachten, glaube ich, dass wir zum Flughafen kommen. Das tun wir gar nicht. Aber ja, auch voll nett. Leute, ich hoffe, ihr könnt mich hier überhaupt hören. Neben mir ist gefühlt so ein Lautsprecher. Auf jeden Fall sind wir hier im Sand Beach Club, heißt er, glaube ich. Die anderen sind gerade im Pool. Ich musste hier gerade noch ein YouTube-Video hochladen. Ja, ich bin jetzt fertig. Ich gehe jetzt auch in den Pool, endlich. Und darauf freue ich mich. Ich habe hier sogar schon meinen Cosmopolitan. Und ich muss sagen, der ist sehr stark. Leute, der kleine Hügelmann da hinten. Das ist der Torwart von denen. Wie süß. Go, go. Go, Philippe and Juné. So Leute, wir sind jetzt hier bei unserer Jetski-Tour. Unser Outfit. Wenn ich das wieder reinnehmen darf, dann heiße ich Anton. Naja, nee, auf jeden Fall haben wir... Wir haben jetzt hier eine Jetski-Tour gebucht. Genau. So Leute, das ist die current situation. Wir sind total nass bis jetzt, aber wir haben jetzt wirklich 30 Minuten hier draußen, also sehr, sehr nice. So, meine Lieben, wir sind jetzt in Izmir. Habe ich richtig ausgesprochen, ja, oder? Und haben uns einen Kaffee geholt. Wir müssen leider uns nochmal einchecken. Irgendwie ging das online nicht. Deswegen sind wir nochmal ganz aus dem Flughafen raus und haben uns jetzt einen Kaffee geholt. Und in einer halben Stunde können wir uns da einchecken.
Genau. Und der Flug war echt gut, weil wir hatten jeweils eine ganze Reihe für uns. Also wir haben uns sowieso komplett umgesetzt. Das heißt, wir haben die ganze Zeit geschlafen, lagen da quer über die drei. Also ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Ich wollte einmal so mit euch zusammen auf diesen Urlaub, sag ich mal, zurückblicken. Und ich mache mir dabei was zu essen, weil ich bin sehr hungrig. Bei mir gibt es ein Müsli, also Joghurt mit Müsli, um genau zu sein. So, mein Joghurt habe ich hier schon reingemacht. Das ist eigentlich ein Soja-Joghurt, den meine Mami mir geholt hat. So, und jetzt probiere ich endlich mal das Honey Nut Müsli. Das mache ich mir hier so schön drauf. So, dann mache ich da noch lecker Honig extra drauf, damit das hier extra süß ist. Der ist richtig lecker, Leute. Okay, der ist leider nicht so flüssig, aber das stört mich nicht. Yum, yum. Kann man auch schön viel nehmen. Ich bin in letzter Zeit so ein süßer Esser geworden, das ist nicht normal. Also ich esse so viel, keine Ahnung, Müsli oder Honig oder ich weiß es nicht. Also immer so wenig herzhaft, sehr viel süß, was eigentlich gar nicht so meins ist. Also safe esse ich das immer wieder, aber ich glaube eigentlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zu herzhaft tendieren. Aber ich weiß nicht, irgendwie mittlerweile nicht mehr. So, und das Ganze noch einmal aufzupeppen, mache ich mir ein paar, ups, mein Traum da rein. Schneide ich mir hier auch einmal auf. Oh Gott, Leute. Okay. So, ich habe mir jetzt mein Müsli gemacht. So sieht das Ganze aus. Ich habe da noch Weintrauben reingemacht. Und was vielleicht ganz nice an dieser Stelle zu erwähnen ist, mein Müsli hat gerade Cent-Code für euch. Und zwar heißt der Sinja 15. Aber ein Mindestbestellwert von 20 Euro könnt ihr 15% sparen, was echt nice ist. Eigentlich würde immer noch das Müsli-Special laufen, also dieses Oster-Special. Aber das lief leider viel zu gut, weshalb der Bestand schon aufgekauft wurde. Deswegen gibt es jetzt einfach nur einen ganz normalen Code für euch. Ich hoffe, ihr seid dann nicht sad. Aber das ist auch ganz nice. Also könnt ihr ganz normal auf die ganz großen Müsli-Packungen und natürlich auch die Oster-Sachen, die es jetzt immer noch gibt, 15% sparen. Genau. Ich mache euch hier wieder einen Link hin und schreibe es auch in die Infobox. So, aber einmal rückblickend zum Urlaub, muss ich sagen. Eigentlich hat er mich, also er hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, das zweite Hotel hat uns wirklich viel besser gefallen als das erste. Irgendwie man hat sich da so ein bisschen wohler gefühlt. Ich mag generell so dieses Gesehen und Gesehen werden überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht meins. Das war in diesem ersten Hotel im Five Palm Jumeirah schon relativ doll der Fall. Ich weiß nicht, irgendwie das zweite fand ich auf jeden Fall besser. Da hat man sich wohler gefühlt. Wir hatten auch das erste Mal wirklich im Hotel gegessen, richtig. Und es hat so lecker geschmeckt. Es waren so, ich weiß gar nicht, was war das? Arabisch? Arabisch, Indisch? Es war auf jeden Fall so ein Riesenbuffet und es hat so lecker geschmeckt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt in den nächsten Jahren wieder nach Dubai muss unbedingt. Ich muss sagen, ich habe relativ viele so traurige Nachrichten bekommen, dass sie es traurig finden, dass ich in Dubai war und das, sage ich mal, unterstütze. Ich muss sagen, irgendwie, ich würde an jeden Ort der Welt hinfahren, einfach weil es mich interessiert. Keine Ahnung, zum Beispiel konnte ich auch schon mal irgendwie nach Südkorea reisen mit meinen Eltern, konnten da so an diese Grenze zu Nordkorea und irgendwie allein so an diese Ecken zu fahren. Ich finde das total interessant. Oder auch so Jordanien, Jerusalem, so, keine Ahnung, ich finde das so interessant. Und irgendwie, keine Ahnung, da kommt Dubai dann halt auch mal mit dazu. Bei mir fängt jetzt auch wieder die Uni an. Habe ich tatsächlich gar keine Lust zu. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich ein Uni-Vlog werden oder so.